Hier, komm, hier ist deine hier, Digga. Hau rein. Der zerstört wieder alles. 100 Pro macht er das. Ja, 100 Pro. Ich stelle mich sogar noch drunter. Alles klar, aber eine Gargantum-Drum ist auf jeden Fall geil. Oh, yep. War ja so klar. Es war ja so klar. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Foolcraft. Heute wieder mit den Zitterbäumen und der Obsidianhart. Oho. Und dem Broni, der mal wieder mal auf dem Weg ist. Hallo. Hallo. So, wir haben ja in der letzten Folge ein bisschen was erkundet und was gemacht getan. Wir haben eine neue Rüstung gebaut etc. Wir haben uns also schon gut ausgerüstet. Heute geht's weiter mit Bauen. Heute geht's weiter mit Sachen machen. Ich war erstmal gerade jetzt eine Stunde damit beschäftigt, meine Basis aufzuräumen, weil ich seit der letzten Aufnahme nicht mehr online war und ich habe vergessen, meine Enderman-Form auszumachen und hatte dann plötzlich das ganze Inventar voll mit Zeug. Das war, da war alles voll. Und ich musste dann erstmal ein bisschen aufräumen, ein bisschen sauber machen, ein bisschen was korrigieren. Wir haben dann mit dem Loot-Recycler gearbeitet. Was macht ihr denn da? Okay. Wir haben dann ein bisschen mit dem Loot-Recycler gearbeitet und haben dann so die Enderman-Köpfe zum Beispiel. Die kann man wunderbar in den Recycler packen und dann kriegt man daraus diese schwarzen Trash-Bags. Und da können halt eben doch brauchbare Sachen drin sein. Insbesondere Türen von Malicious Doors. Da gibt es so viele Türen inzwischen. Die kann man da rausholen. Wolle, Clay. Also Sachen, die man halt eben eher mühsam farmen müsste, die gibt es halt da eben draus zu holen. In großen Mengen. Wir haben jetzt noch, glaube ich, noch 200 Säcke über, die ich noch irgendwann aufmachen muss. Aber das kann man dann nebenbei noch machen. Wir fangen die heutige Runde mal. Was macht ihr denn da? Okay. Nope, upsie. Das wird nix. Es ist kaputt gemacht, na toll. und weg ist. Oh, wow. Oh, okay. Was ist denn da passiert? Okay, wow. Oh, okay. Man kann mit der Portalgun zoomen? Was? Wo? Wie? Jupp. Wo? Also dann, Mausrad drücken. Mausrad drücken? Oh! Ja, holla. Da kann ich die aus deiner. Upsi. Da kann ich die aus der Entfernung auf die Möpse starren. Gucke mal, ist das nicht toll? Sehr unpraktisch. Ich starre gerade auf dich und du bockst dich vor. So. Uch, geh weg, lass mich in Ruhe. Weg, so. Der Plan für heute ist nicht, natürlich nicht auf irgendwelche. Wo ist denn der Charmskrüppel? Wo ist denn Charmskrüppel? Ich weiß nicht, irgendwer hat gerade kaputt gemacht. Nee, nicht kaputt. Ich hab nicht. Kannst du bitte mal den Charmskrüppel wieder geben? Wo seid ihr denn? Ja, schon der ist wieder da. So. Wir fangen jetzt erstmal an mit die Runde hier. Wo bin ich? Wo seid ihr da? Da, wo der Chance-Cube liegt. Ah, der Chance-Cube, ja. Und wir werden jetzt als erstes mal ein paar Chance-Cubes aufmachen. Wir haben jetzt gerade ein paar gesammelt und ich habe gerade ein bisschen noch unter meiner Base aufgeräumt. Und da wird es rumgeflogen. Und mit diesem Silk-Touch Pendant hier kann man die wunderbar abernten. Das Ding hier. Damit kann man die aufheben und dann platzieren. Oder man craftet sich die eben auch. Das kann man auch machen. Und die Opsi hat mir jetzt gerade diesen Chance-Cube-Scanner gebaut, womit man seinen Luck-Bonus damit anzeigen lassen kann. Und den Luck-Bonus erhöht ihr zum Beispiel auch mit diesen Chance-Pendants. Die gibt es halt auch überall in der Welt zu finden. Damit könnt ihr halt euren Luck-Bonus erhöhen, wenn ihr so ein Ding aufmacht. Und ich würde sagen, ich hopp mal das kleine Teil hier gerade mal und schau mal, was passiert. Ach, diese Insel mit der Kiste. Mit nicht viel Zeug drin. Okay, ich bin hier. Skyblock. Bin hier oben, hallo. Yay, Absturz. Aber wir wären natürlich nicht hier, wenn wir nicht noch mehr Chance-Cubes hätten. Wir haben ja noch drei große. Und ich mach mal den ersten auf hier. Das Geilste ist, der Scanner sagt hier nur, wahrscheinlich Zerstörung. Sehr wahrscheinlich. Ne? Also der Scanner sagt mir nicht, welchen Bonus ich habe. Das sagt einfach nur, wahrscheinlich Zerstörung. So. Ich mach den hier mal erstmal auf hier gerade. Aber die Und schau mal, was hier passiert mit dem Dingens. Ach, das Ding wieder. Okay, ja. Na, Broni, wie lange hältst du durch? Wie lange überlebst du? Komm. Challenge dich. Naja. Oh, da geht die Rüstung schon runter. Ich sehe sie schon. Noch geht's. Und nicht bei der Hälfte. Okay. Komm, eine Runde noch. 38%. Na, ob er es überlebt? Er hat es überlebt? Sehr schön, die Drakonik-Rüstung überlebt. Noch habe ich Defekte. Achso, okay. Ah? Ja, aber nö, die negativen, die Schaden machen sind so weg. Also
Die Drakonik-Rüstung offenbar ist gut gegen diesen Effekt. Sehr schön. Gut, dann Opsi, du hattest hier drüben eine aufgebaut, ne? Ja, yeah, genau. Dann gönn dir mal. Ich hoffe, die kommt nicht zu mir. Und Nathion, warte mal, ganz kurz. Oh. Oh, ah, fuck, ich hab's verpasst, oh nein. So. Okay, das ist Kohle. Ich danke dir, Opsi. Yep. Ich wollte immer schon mal Kohle haben. So viel Kohle. Total. Mega. Okay, und dann Broni, komm mal her. Wir haben hier drüben noch einen. Komm mal her. Wir haben für dich auch mal einen bereitgestellt. Irgendwo hier drüben. Da, hier. Hack den doch mal offen hier. Und? Oh, TNT. TNT, Explosion. War klar, dass ich wieder alles kaputt mache. Natürlich. Hallo? Du und deine Kopfbomben? Ganz ehrlich, das muss ja wohl so sein. Und peng, peng, peng. Leider gibt's hier nicht mehr. Und kaputt. So, hier ist noch ein Dings hier, den gönne ich mir da ganz kurz. Und ja, dann fangen wir jetzt mal an mit der heutigen Folge. So richtig anfangen. Und zwar, was wir heute machen wollen, ist folgendes. Ich möchte gerne... Ey, geh weg, hopp, geh weg, hopp. Oh, mein Inventar ist voll. So. Ich möchte heute nämlich gerne folgendes tun. Ich möchte heute mich um meine Petbacks kümmern. Denn durch die Wutfarm selber ist es offenbar nicht möglich, Petbacks zu generieren. Es spawnt auf keinen. Ich hatte ja, wie gesagt, vergessen, meinen Enderman-Spawner auszumachen. Und dummerweise... Ich will nochmal Teleporter nehmen. Dummerweise habe ich keinen einzigen Petback dazu bekommen. Ich hatte das Inventar voller Essenzen, voller Köpfe, aber es gab kein Petback. Petback selber sind halt diese Dinger hier. Und da können halt diese Inventory-Pets drin sein. Unter anderem auch die Legendary-Pets. Und das eigentliche Ziel ist ja immer noch, dass ich dieses Lootpack haben möchte. Dass ich halt eben... Ischkal abbauen kann, mit Luck ohne Ende und halt wirklich eine ganze Menge Ischkal. Oh, warte mal. Hier haben wir noch die Chance-IK so Headrons. Moment mal. Die habe ich auch noch dabei. Moment mal. Nochmal zurück. Wir machen die auch noch auf. Usch. Ganz vergessen, die Jungs. Erinnere mich an die eine Folge, wo wir uns da rumgesetzt haben und Natsu dann gesprengt wurde. Eine schöne Zeit. So. Huch, ich plupp dir mal einfach mal auf hier. Komm mal her. Ich habe mir einen Thron gebaut. Disco Ball. Hier? Okay, was gibt's denn hier? Oh, ich guck hier hinten von meinem Thron aus. Ich sehe den Thron nicht, aber viel Spaß dabei. Oh. Der guckt doch nicht. Ein Nether Star, na toll. Opsi, gönn dir. Ernsthaft? Ach, Broni, ey. Okay. Ja, was hast du erwartet? Guter Punkt. Was hab ich erwartet? So, was gibt's denn da Feines? Oh, ein Schwert. Okay, ich mach mal auch noch einen. Also die Dinger sind aber nicht ganz so gefährlich, oder? Also die machen nicht so viel dummes Zeug. Nee. Die sind ja, entweder plus 100 oder minus 100. Ah, oh, okay, also entweder ganz gut oder ganz scheiße. Hallo? Hallo? Da die Trommel da, die gut mitgenommen. Hier, komm, hier ist deine hier, Digga, hau rein. Der zerstört wieder alles. 100 Pro macht er das. Ja, 100 Pro. Ich stelle mich sogar noch drunter. Alles klar, aber eine Gargantum Drum ist auf jeden Fall geil. Oh, yep. Yep. War ja so klar. Es war ja so klar. So. Ja, wie gesagt. Was wir heute machen werden, ist folgendes. Ich möchte gerne eine Farm bauen mit dem Powered Spawner. Ich habe ja... Also, der Powered Spawner ist ja nicht schwierig. Ich zeige mal ganz kurz. Der Powered Spawner ist ja wirklich schnell gemacht. Der Powered Spawner. Wo ist er? Hier. Ich brauche diesen Z-Logic-Controller, der also aus dem Zombie gemacht wird. Ein bisschen Krams. Das ist nicht wirklich schwierig. Ich musste dann mit einem Soulbender zusammen mit einem, mit einer Soul verbinden. Und dann, kann ich da halt eben einen Spawner machen. Und mit diesem Powered Spawner möchte ich gerne... Dann mir eine Mobfalle bauen, womit ich Petbacks generiere. Ich bereite jetzt mal ein bisschen was vor und baue das mal so alles was zusammen und stelle das schon so halbwegs auf. Und sobald ich was habe, was funktioniert, dann melde ich mich zurück und erkläre ganz kurz, wie wir hoffentlich in Zukunft Petbacks bekommen. Und zwar richtig viele, weil ich will Pets. Pets ohne Ende. Bis dahin. So, da sind wir schon wieder. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet. Zum einen habe ich mal ganz spontan mein Netzwerk gelöscht. Habe dann quasi... keine Netzwerke überall mehr. Das war sehr praktisch von mir.
Das war, ja, sehr, sehr doof. Aber ich habe alles gefixt, es ist wieder über Strom, das heißt, es läuft wieder alles. Ich habe gebaut den Slice and Splice für die C-Logic Controllers. Denn davon brauche ich einige gerade auch für die Powered Spawner. Natürlich versehen mit dem Octetic Upgrade. So, komm mal her. Also nochmal den. Das kann man immer nur einen reinpacken. Das ist ja doof. Okay. Dann eben einen am anderen. So, zack. Ja, bisschen Solarium, bisschen Redstone, ein bisschen Silicon. Oder Silizium. Und dann passt das auch. Was ich reingepackt habe, ich habe hier oben reingepackt die Withered Iron Axe und die Supremium Shears, damit die halt eben schön durchhalten. Also die sollten in meiner Spielzeit in Fullcraft nicht mehr kaputt gehen, also muss man da keine Sorgen machen, da irgendwas reinzupacken. Gerade wenn man es eben automatisieren möchte, ist es glaube ich sehr, sehr hilfreich, wenn man dann eben die Tools verwendet, um halt eben nicht Sachen zu verlieren. Du könntest die auch andere Sachen nehmen, wie eine Unbreaking Axe von, ich glaube die Unbreaking Axe von Dings funktioniert auch, die Hatchet von Tinkers funktioniert auch, ansonsten halt eben die Supremium Axe von Mystical Agriculture sollte auf jeden Fall auch funktionieren. So, wir haben 4 Z-Logic Controller. Ich habe ebenfalls bereits 4 Broken Spawner mit Blue Slime versehen. Warum ich Schleim nehme, ist einfach folgendes. Und zwar, ich will ja Petpacks haben. Und dafür brauche ich halt eine Menge Kills. Und je mehr Kills, desto mehr Petpacks etc. Wenn ich Slimes über den Power Spawner spawne, zerplatzen die ja. Also die teilen sich ja auf. Und selbst die kleinen Dinger haben ja auch eine eigene Loot-Table. Das heißt, für denselben Stromeinsatz bekomme ich bei Blue Slimes mehr Lootbacke oder mehr Loot insgesamt oder mehr Chancen auf Petbacks. Zumindest ist das aktuell gerade so die aktuelle Einschätzung von Leuten im Fullcraft Subreddit. Und das machen wir halt auch. Wir werden also 4 Power Spawner machen mit den Slimes drin und dann sollte das laufen. So, also. Power Spawner. Sollte ich jetzt, glaube ich, alles auch schon haben. Schau mal. Nee. Fehlt denn gerade? Ja, oh, ich habe keinen Electrical Steel mehr. Oh. Dann machen wir da gerade mal was. Und während das hier durchläuft, können wir mal ganz kurz nach unseren Kühen schauen. Hier reinschmeißen. So. Wir hatten ja letztes Mal, Kühe gesammelt gehabt. Und wir wussten nicht ganz genau, was für Kühe das sind. Lass uns doch mal ganz kurz. Da? Ja, hier. Darunter. Lass uns doch mal schauen, welche Flüssigkeiten denn jetzt hier im System festhängen. Okay. Also Hot Spring war das auf jeden Fall, was sie letztes Mal schon sagte. Blue Slime haben wir. Das ist gerade irgendwas unten. Der muss gerade irgendwas unten drin sein. Im Ender Tank, was nicht verarbeitet werden kann. Lass doch mal schauen. Komm, komm. Was haben wir denn da gerade unten im Tank drin, ne? Also nicht ein T-Shirt, so viel ist sicher. So, von hier ist mal geschaut. Jetzt kommt doch mal. Mann, ey. Also ich Step Assist generell ist immer. Ich weiß nicht, ich bin da kein Freund von. So, okay, was haben wir drin? Wir haben drin Resonant Ender. Okay, wir haben Resonant Ender drin. Also die Kühe, die wir hatten, war einmal Resonant Ender und einmal Hot Spring Water. Alles klar. Jetzt sollte unser Electrical Steel auch fertig sein. Das heißt, wir können jetzt wieder die Powered Spawner bauen, die wir angefangen haben. Powered Spawner? Da. Komm mal her. Da haben wir 2. Es fehlen noch Dinger und. Hä? Was? Achso. Da. Mal her. Zack. Und ein Kopf noch. Noch ein Head. Da geht doch der, oder? Ja. Wunderbar. 4 Powered Spawner. Sehr schön. Also. Jetzt. Die Powered Spawner mit dem Broken. Andersrum. Einzeln. Ach, jetzt. Okay, 16 Level brauche ich. Okay. Komm mal her. Zack. Also. Der mit dem. Jawohl. Dann noch ein paar Level. 10 Level. Und jetzt nochmal der mit dem. So.
Und zack, zack. Ja. Der und der. Und jetzt der letzte. Halt. So. Der ist leer. Und der. Jetzt habe ich viermal die Power Spawner mit Blue Slime. Zum Zerhacken der Slimes verwenden wir meinen guten Freund, den Grinder. Das Ding ist einfach nur mega. Das Ding ist einfach nur super dafür. Ich brauche noch zweimal Eisenschwerter. Zack und zack. Oh, gab sogar einen Erfolg dafür. Und natürlich ist nicht nur den, sondern wir brauchen natürlich auch Upgrades dafür. Jetzt Mob Grinding. Und zwar möchte ich gerne ja, Sharpness, mehr Schaden. Wir wollen mehr Schaden. Ich brauche dafür. Oh, verdammt. Das machen wir doch mal als Autocrafting. Weil das ist mir jetzt echt zu doof. Das ist mir jetzt echt. Nee. So weit kommt das noch hier. Also. Ein Schwert. Ein Bauplan. Da voll mit Scheiß hier. Mann. Kann nicht mal einer aufräumen hier. Ist ja fürchterlich. Das kann weg. Die kommt in mein anderes Storage. Das kann darauf und dann auch weg. Ja, okay, gut. Hast du wieder. So. Dann das Dingens. Die Nuggets sollten wir eigentlich immer genug da haben. So, machen wir halt noch ein paar. Die Hühner kacken die sowieso aus wie die Weltmeister. So, wir haben also. Wir brauchen kein Mob-Fan-Upgrade. Absorption Radius. Oh. Oh, das ist, glaube ich, cool. Wieso habe ich TMT im Winter? Ich will es gar nicht wissen. Machen wir mal ruhig. Ja, die kosten ja nichts. Komm mal her. Eins. Achso, scheiße. Falsches Fenster. Das kann man hier nicht machen, sondern es muss hier sein. Das heißt, dadurch wird halt, wenn ich es richtig deute, wird dadurch der Loot halt eben in dem Bereich, in dem größeren Bereich aufgesaugt. Also ich brauche da keinen extra Hopper für. Sehr geil, okay. Die Upgrades. Natürlich das Luck-Upgrade auf jeden Fall. Davon gehen 10. So. Oh, was haben wir noch? Fire. Ein bisschen extra Feuer. Oh, shit. Ah, guck mal hier. Wir hatten ja so viele von den Flinten Steel durch die Ichkalbecks, warte mal. Ha, guck mal. Alter, Bruni. Was ist mit dem Scheiß da? Was mir mal. Ich hab's immer schon so voll mit Scheiße. Ach, Mann. Na, pass mal auf. Packen erstmal ganz kurz die beiden Crafting-Dinger da rein hier. So, einmal das Schwert und einmal das Dingens. So. Sagen ihm, machen wir da 10 davon. Sharpness. Hey. Jetzt. Da, das Dingens. 10 Stück, jawohl. Asla, macht der schon mal. So. Habe ich denn einen Tee? Noch einen Tee dabei, na gut. Die packen wir gerade rein. Den brauche ich, den rein. Das Pad ist ganz lustig für Health Regeneration. Weg. Und die. Ja, okay. So, jetzt lass mal ganz kurz die Ischkal wegholen. Denn da ist zum einen Retro-Ischkalium drin. Oh! Mein Miner hat auf jeden Fall schon mal 6 Ischkalium gefunden. Das ist schon mal nice. Und ich habe. Oh, nice. Okay, lass mal ganz kurz ein paar von den News machen hier. Hier haben wir mal in die Kiste. Nee, du nicht. Du bleibst da. Oh, komm mal her. Und dann haben wir da nämlich Flint Steel drin. Aha. Und. Aha, Flint Steel. Zip. Okay. So. Okay. Gut. Flint Steel haben wir jetzt ein paar da. Und die können wir jetzt wunderbar verwenden für unser Crafting. Aha. Also. Mal her. So, so und so. War das nicht so? Ach so rum. Das ist auch ganz doof hier beim Refined Storage ab und zu. Ich weiß nicht, ob es Refined Storage oder dieses Inventory Grid hier, Crafting Grid. Der dreht es ab und zu mal. Also da muss man wieder zurückdrehen. 10 Stück können wir machen.
Okay, wir haben gerade mal 5. Wir brauchen noch mehr von Flintensteel. Kein Problem, kein Problem. Wir haben noch mehr Ischkalbags da. Halt, nein, nicht. So, so, nein. Von denen wir auch gleich noch einen Haufen mehr kriegen. Ich könnte auch natürlich Flintensteel mal craften, aber... meh. So, okay. Komm mal her. Das raus, das raus. Also. Hier wieder gerade den ganzen Kram voller... Mann, verdammt. Sekunde, mach mal Sekunde, erstmal aufräumen. Hier. Ich sehe wieder mal. Ja, das mache ich jetzt hier in Unruhe fertig. Ich habe jetzt die Upgrades. Noch irgendwelche Upgrades, die ich brauche. Warte mal. Apps. Wir können auch Smite machen. Ja, Smite kriegen wir auch noch hin. Das ist ja auch super easy. So. Oh. Okay. Sollte super easy gewesen sein normalerweise. Aber uns geht das die Goldnuggets aus. Was? Das ist ja fürchterlich. Also nochmal Smite. Oh nee, Smite bringt ja gar nichts. Smite ist ja nur gegen Undead, ne? Stimmt. Smite bringt uns gerade gar nichts. Wir später irgendwann. Bane und Beheading brauchen wir auch nicht. Gut, also Fire Aspect, Luck und Absorption Upgrade. Die drei sollten reichen. Das Ding ist halt eben, trotz dieser Dinge verbraucht er nicht irgendwelchen Strom oder irgendwelchen anderen. Das heißt, der Mobmischer läuft komplett ohne, nur mit Rationssignal. Dass die Upgrades sind einfach nur so, ja, Bonium drauf. Der Mobmischer ist einer der billigsten, einer der billigsten Arten, Zeug zu farmen, meiner Meinung nach. So. Gut, ich mache das in Ruhe fertig, baue unten dann schon mal so den Spawn-Bereich, klemme das alles an und sobald der Mob-Grinder läuft, bin ich gleich wieder zurück und zeige euch dann, wie das Ding funktioniert. Bis gleich. Und da bin ich jetzt schon wieder, also schon wieder ist gut. Wir hatten gerade Probleme mit dem Stream, der ist abgekackt und alles war doof und Sachen funktionieren nicht ganz so, wie wir es uns gedacht haben, also war es gerade alles noch ein bisschen doof. Wir mussten auch übrigens noch eine Vorbereitung machen und zwar müssen wir hier bei unserem blauen Schleim muss auf jeden Fall ein Void-Upgrade rein, denn was wir da unten an blauen Schleim produzieren gerade, ist einfach nie mehr feierlich. Komm her. Das wird nämlich, wir werden später vermutlich mal noch ein paar Schleimgeneratoren bauen einfach, das Zeug verbraten können auch. Bis dahin, wir werden erstmal gevoidet. Und unter diese Laube. Raus, du rein, alles klar. So, lass mal zurückgehen. Und, ja. Wir haben jetzt alles vorbereitet und ich schalte ihn mal gerade schon mal ein und dann schauen wir uns mal unten an, was da unten gerade abgeht. Also, wir haben mal wieder, also wir haben ganz knallhart übertrieben. Weil ein Spawner ja nicht reicht, haben wir natürlich 4 Spawner mit Octetic Upgrades und man sieht es bereits, dass es ist zu viel, weil einige Spawner melden schon, es sind zu viele Mobs da. Das in dem Fall kann nicht mehr gespawnt werden, weil bereits der Chunk voll ist mit Mobs. Da kann nichts weiter mehr spawnen. Das heißt, mehr geht einfach nicht. Und, naja, wenn wir uns hier mal... Ich habe jetzt hier auch bereits einen... Das mit dem XP funktioniert noch nicht ganz so. Es sollte eigentlich zum Westen rausgehen, also nach da in den Tank rein. Macht da gerade nicht so. Das probieren wir gleich mal anders. Mal oben drauf oder so. Ich habe 2 Hopper nehmen müssen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ein Hopper voll läuft. Ein Hopper wird nicht damit fertig, Sachen rauszupumpen. Die Kiste selber kommt noch hinterher, das heißt, da daran liegt nichts, aber man sieht schon, was hier jetzt gerade an Beuteln reinkommt. Nice. Ja, und man sieht auch bereits hier dran, warum wir eben das Void-Upgrade brauchen. Ich habe es gerade eben erst eingeschaltet und es ist einfach nur, es ist einfach nur, ja. Ich denke, da bin ich mal gespannt, wie bis zur nächsten Woche, wie viele Petbags wir dann tatsächlich gesammelt haben, wenn überhaupt, also... Die drei Jungs haben jetzt alle die Upgrades für Sharpness, sie haben Luck und sie haben das Feuer-Upgrade. Das Absorption-Upgrade ist für den Hopper, damit der Hopper halt in einem größeren Rahmen arbeiten kann. Und wir müssen mal, ich werde mal ganz kurz mal den Tank hier mal oben drauf pappen. Ich kann sein, dass der von unten befüllt werden muss. Wäre möglich. Lass mal schauen. Mal weg da. Genau. Oh, nein, 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 nein. Ach, hab ihn. Hatte ihn. Er ist weg. Ich gehe mal ganz kurz den Tank holen. Sekunde. Hast du schon, ne? Tank. Da. Okay. Was muss mal? Ja, das ist natürlich der Nachteil bei einem Absorption-Hopper, weil der halt wirklich alles aufsaugt. Wirklich so alles so.
Komm mal her. Stell ich den mal hier drauf. Hier so drauf. Kann ich den? Nein, nicht da. Nicht dahin. Ach, na toll. Moment. Wenn ich schnell genug bin. Da, hab ihn. Also, drauf hätte ich ihn gerne. Will ich dagegen so? Ja. Und dann kann das hier aus. Nichts. Aber nach oben. Flüssigkeiten. Das? Achso, warte mal. Achso. Damit steht, glaube ich, den. Das müsste jetzt aber Input sein. Also, der müsste es eigentlich. Okay. Kannst du es zur Seite rausgeben? Warte mal. Das ist Westen. Fährt nach Westen. Kommt nichts an. Oder. Täuscht. Nee. Der nimmt gerade keine Flüssigkeiten an. Oh. Flext gerade. Oh. Gibt es bei dir auch gerade so hart? Nö. Okay, dann war es noch bei mir so. Soll ich den Mob mal kurz mal ausstellen? Ich glaube, das sind zu viele Mobs. Ja, mach mal ganz oder kurz den Mob. XP-Bälle. Ja, das kann sein, dass die XP gerade nicht näher kommt hier. Das ist gut möglich, dass da jetzt er nicht näher kommt mit dem XP. Weil die XP gerade nirgendwo hin kann. Ja. Das ist nochmal noch eine Kleinigkeit. Wir müssen gerade mal rausfinden, warum der hier das nicht so will, wie er das gerade soll. Zur Not müssten wir. Warte mal, wir machen es mal anders. Nehmen den mal nochmal weg. Ja? Ups. Komm mal her. Okay. Ja. Kommen wir nochmal ran. Also. So. Also nach Osten Items. Sugrat. Das geht auf jeden Fall. Dann packe ich mal jetzt den daneben. So. Okay, dann sagt dem hier mal, push mal zur Seite raus. Push. Okay, er pusht nicht zur Seite. Oder doch, jetzt. Ja, das geht. Das geht offensichtlich. Alles klar. Dann nach oben Flüssigkeiten. Dann sollte der hier auch dann sich dann... Ja, so sollte das gehen. Der Obelisk sollte sich auch füllen, ne? Ja, genau. Hier kommt die XP rein. Wunderbar. Jetzt geht das. Alles klar. Offenbar ist einfach ein Problem mit dem Hopper und dem Endertank generell. Aber mit dem Fluid Tank zwischendrin sollte das funktionieren. Kannst du gerade mal die Mob wieder einstellen, bitte? Ja, sicher. Sauber. Oder da hält er gerade noch eine XP-Kugel fest. Was? So. Ja, und jetzt geht's hier los. Ja, man sieht, jetzt kommt die XP hier durch. Items rauschen durch. Die Loot-Säcke rauschen durch. Und jetzt ist es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis wir halt eben entsprechende Lootbeutel haben, entsprechende Petbeutel. Und dann hoffentlich haben wir dann vernünftig Petbeutel ab. Noch ein Punkt wegen den anderen Lootsäcken. Da wollte ich letztens schon zeigen, hab's aber verpeilt. Und zwar, ich habe jetzt auch einige Lootsäcke da. Aber wenn man mir reinguckt, fällt auf, dass eigentlich doch gar nicht so viele da sind. Also die Legendary Lootbags selber bleiben stabil bei 190, warum auch immer da noch welche da sind. Da sollte nicht gar keine da sein, aber was ich mache ist folgendes, es ist ganz einfach. Alle Lootbags, die reinkommen, werden hier in diesen kompakten Drawer gepumpt, oder in die beiden. Gleichzeitig gibt es von hinten einen Item-Konduit, der die Lootsäcke, der die Epic Lootbags in den anderen kompakten Drawer packt, der dann eben die Legendaries draus macht. Die Legendaries werden dann oder halt generell alle Lootbags werden dann hier quasi über einen Exporter in den Lootbag-Opener gepackt und dort werden die dann geöffnet. Sobald halt ein Lootbag kommt, geht er hier rein und wird geöffnet. Sollte zumindest. Achso. Ah, Moment. Und dann werden halt die Sachen, die der rausholt, werden hier halt eben dann reingepackt. Ist die Frage, warum der jetzt gerade keine Lootbags hier reinpackt? Kann sein, dass ich zu weit weg bin. Aber das ist. Nee, warte mal. Nee, da kommt doch. Da kommen sie rein, es dauert nur, weil wir bisher halt eben voll sind. Alles klar, es passt. Gut. Eventuell müsste ich noch einen Export daran machen, der Legendary Lootbags hier rein exportiert. Aber ist aber nicht weiter tragisch. Aber auf jeden Fall, so werde ich die Lootbags direkt los. Die werden einfach direkt
in Legendaries umgewandelt und die Legendaries werden dann einfach direkt geöffnet und fertig ist die Laube. So. Genau, da ist gerade der nächste rein. Dieser Lootbag. Damit mülle ich natürlich mein System voll mit Items, die ich eventuell nie brauchen werde. Aber besser als halt eben auf Tausende von Lootbags zu sitzen, sondern so kann ich die wirklich auch ganz geschmeidig loswerden. Und wie gesagt, haben wir schon ein Petbag da? Okay. Nee. Wir machen mal den einzigen Petbag, den wir haben, den machen wir gerade zur Feier des Tages nochmal auf gerade. Und machen damit quasi die, beenden damit quasi die Folge. Mal gucken, was drin ist. Ein Wolf-Pet. Das ist, glaube ich, was auch das Restgewölfchen hatte. Ach, genau, guck mal hier. Ich hab ein Hauswolf. Benji. Ich hab ein Benji. Nice. Tockel Wolf Alarm. Okay, der hat offenbar bellt der auch irgendwie. Und den kann man ein- und ausschalten. Alles klar, das ist das Wolf-Pad. Oh Mann. Okay. Ist das auch ein Legendary? Ich weiß gar nicht. Nee, das ist ein normales Pad. Okay. Und der ist Knochen. Ja. Und ja, nur. Wir müssen es nur abwarten, einfach bis wir genug Petbags haben und dann geht's weiter. Opsi, ich danke dir ganz herzlich wieder mal für die aktive Hilfe beim Bau der ganzen Geschichte, weil ich war doch tatsächlich mal wieder reichlich verwirrt, aber ist nicht schlimm. Das muss so. Das gehört sich so. In der nächsten Folge müssen wir langsam mal uns darum kümmern, dass wir die Erzverarbeitung aufbauen, also mit Thermal Dynamics. Dass wir da mal dieses Vervierfachen hinkriegen. Dazu brauchen wir Hühner, dazu brauchen wir Zeug. Wir werden es in der nächsten Folge vorbereiten. Vielleicht nicht fertig machen, aber zumindest schon mal soweit vorbereiten, dass wir wissen, wie es funktioniert. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte lasst doch einen Subscribe-Teil in der Mitte hier oder klickt auf die Videos links und rechts. Da gibt es ein bisschen mehr von mir. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.